Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Video von Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe, erfahre und bewerte. Und wie erlebe ich sie? Ich mache hier auf meinem Kanal Blindverkostungen und wie bewerte ich sie? Ich sage ganz einfach, was wäre ich bereit für eine Flasche zu zahlen, bezogen auf 0,7 Liter. So, und dann suchen wir uns ein Whisky aus. Das ist die 63, das müsste genau die sein. Denn 7 plus 63 müsste 70 sein, oder? Jetzt bin ich kurz am Überlegen. Ha. Ja, klar. Ja, klar. Jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Rechnen sollte man können. So. Dann schauen wir mal, was wir hier im Glas haben. Ja. Nicht ganz so voll machen. Also der hat rote, helle Früchte. So riecht der. Zieht ein bisschen in der Nase. Hat ein Spur von... ich bin gerade überlegen, wie ich das beschreibe. Ich sag mal, so leicht gesetztere Noten dabei. Also ich meine, ich rieche hier jetzt auch Sherry raus. Ja, ich würde mal sagen, das ist irgendwas mit Sherry. So, und wollen wir mal direkt auf die Zunge gucken. Also klar, Aromen her, helle Aromen, zitrusmäßige Aromen, wobei er einen Anklang von etwas dunkleren, also er hat auch dunklere Früchte dabei, aber so helle dunkle Früchte, also so wie... Erdbeer würde ich jetzt nicht sagen. Aber es geht in die Richtung. Dann wollen wir mal gucken. Er kam rein, sehr gentlemanlike, präsent, aber nicht überladend. So wie da im Geruch. Er haut nicht so direkt rein, er kommt langsam. Und dann habe ich so eine leichte Milchschokoladennote gehabt, die ganz langsam in eine leichte Kaffeemokka-Note übergegangen ist. Um dann wieder so ein bisschen in einer etwas tieferen, bitteren Schokolade gewürzt sozusagen die ganze Zeit mit einer fruchtigen, angenehmen, nicht überladenen Geschmack, zieht er so schön dabei und zieht so richtig über den Gaumen drüber, richtig sanft, smooth. Also ein Whisky, der jetzt, ich sag's mal so, den man nicht runterkippen kann. Ich glaube, dem muss man sich Zeit nehmen. Dem muss man genießen etwas. Ich glaube, dass der irgendwas mit Sherry hatte. Sherry Finish. 12 Jahre. Schotte. Preissegment
würde ich mal sagen, ah, diese, ja, kommt schon so, ich sag mal, 35 Euro. Vielleicht ist heute mein Gaumen, mal gucken, wie mein Gaumen heute ist. Also gefährlich, so ein Whisky kann nämlich auch teurer sein, als man eigentlich denkt. Ich gehe auf 38 Euro. Ein paar Euro mehr. Aber mehr nicht. Noch keine 40. Aber ist ein schöner Whisky. Ich glaube, er hat noch 40%. 12 Jahre. 38 Euro. Schotte. Nicht rauchig übrigens, falls jemand das jetzt sich überlegt. Nein. Also er hat was vom Fass mitbekommen. Ich mag das ja, solche Kaffee, Kakao. Super Aromen. Ich bin gerade am Überlegen. Extrem intensive Fässer sind das nicht gewesen. Ich bleibe bei meinen 38 Euro. So. Was glaube ich, was könnte es denn sein? Ein Brunner Hebbin. Könnte es sein. Brunner Hebbin, wenn ich das jetzt mal so einfach mir hier gucke. Brunner Hebbin. Glenfarclas, 10 Jahre. Könnte auch ein Glenfarclas 10 Jahre sein. Der ist, glaube ich, günstiger. Der kostet irgendwie, ich weiß nicht, 32 Euro. Aber der hat diese Kaffeenoten. Ich bleibe bei 38 Euro. Das ist jetzt mein Preis. Das würde ich auf den Tisch legen. Und jetzt schauen wir mal, ob ich nun ein Schnäppchen habe oder ob ich jetzt nun... Naja, ihr wisst schon. So, dann wollen wir auflösen. Schöne Farbe. Bernstein. Und es ist die 56. 56. 56. Jetzt bin ich gespannt. Ihr wisst es ja schon. Ich weiß es nicht. Das ist immer so gemein bei meinen Videos, ne? Ja. So, 55, 56. Und es ist ein Balvini Double Wood. 44 Euro. Hier ist er. Balvini Double Wood. Und schon wieder ein Whisky, der es das dritte Mal hatte. Ja, Flasche ist noch halb voll. Double Wood. Ja, Double Wood. Also, 12 Jahre. Leicher ja nicht verkehrt. 44 Euro. Ich habe 38 Euro gesagt. 6 Euro Unterschied. Naja, ich sag's mal, eine Spur zu teuer. Aber es wäre jetzt noch kein Weltuntergang. Schottland Highland Single Malt 40%. Weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 40% gesagt, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hier steht jetzt süße Früchte mit Orolose, Sherry-Noten, Honig und Vanille. Ja, das habe ich ja gesagt. So ungefähr. Geschmack weich und mild. Ja, habe ich gesagt. Das ist so einer, der kam schon rein. Gefolgt von nussiger Süße. Nussiger Süße, ja, kann man so sehen. Zimt und feine Sherry-Schicht.
Ja, aber ich habe da noch mehr geschmeckt. Also ich habe da diese leichte Kakao und leichte Mokka-Note, aber nur leicht. Lang und warm anhalten. Bourbonfässer, Finish in Oloroso, Sherryfässer. Ich habe ja auch gesagt, der ist gefinisht worden in Sherry, aber nicht durchgehend. Also nicht so eine Sherry-Bombe. Gut, den Rest, den spare ich mir, was hier steht. Ja, schon wieder ein Whisky, der. Also ich habe heute, ich mache ja immer ungefähr drei Whisky-Videos, also Blindverkostungs-Whisky-Videos, an einem Tag. Das könnt ihr zurückrechnen. Das ist jetzt mein dritter für heute. In den anderen drei, dann wisst ihr ungefähr, aha, das sind jetzt die Whisky-Videos, die ich an einem Tag gemacht habe. Und ja, jetzt bin ich hier ein bisschen, und an allen dreien übrigens, stimmt, aber allen dreien, das wollte ich sagen, ist jetzt ein, ja, eine Flasche rausgefallen. Auf der einen Seite, oh, schade, draußen, auf der anderen Seite, juhu, es kommen neue Whiskys-Videos rein, also neue Whiskys, ja, und ich habe richtig ganz tolle Whiskys gekauft, Unboxing gemacht, ihr habt ja die Unboxing-Whisky-Videos gesehen, oder wenn noch nicht, dann guckt ihr euch sie an. Sind ja recht beliebt, diese Unboxing-Whisky-Videos. Ich freue mich natürlich, wenn ich dann diese Whiskys dann irgendwann mal versamplen kann und endlich in meinen Kanal reinbringen kann. Und das kann ich nur dann, wenn ich halt die Whiskys wieder rausbringe. Also sage, die sind beendet. Und ich mache ja jedes Whisky, jeder Whisky kriegt bei mir dreimal eine Chance. Und nach dem dritten Mal fliegt er dann raus. Übrigens habe ich bei Balvini Double Wood, den habe ich, glaube ich, immer ein bisschen zu niedrig eingeschätzt. Das entspricht auch ungefähr meinen Erfahrungen, als ich ihn gekauft habe. Das fällt mir so gerade noch so ein. Da habe ich dann gedacht, so, ja, toller Whisky, ja, aber 44 Euro, ne? Und genau das ist jetzt hier auch wieder rausgekommen. 44 Euro? Also da gibt es, ich meine, da kann man auch ein Glenfarclas 10 holen. Wohl diese kleine Note ist da etwas anders. Ich bin gerade am Gucken. Ich habe ja die Preise leider nicht alle im Kopf. Ich weiß nicht, ein Buna Heaven kriegt man, glaube ich, dafür. Man kriegt ein. Wie heißt er nochmal? Glenallachie, 12 Jahre, genau. Das sind alles Whiskys, die also deutlich mehr Wumms haben. Und, ach ja, da steht Double Wood. Ich liebe es, wenn Whiskys auch wirklich diese Holzaromen haben. Also, die dürfen ruhig Holz haben. Also, ich meine, das ist Whisky im Endeffekt. Ein guter Whisky hat für mich schöne Holzaromen. Schöne. Ja? Es soll nicht irgendwie so ein Ding sein, wo man drauf rumkaut, aber es sollten schöne Aromen sein. Darf ruhig tiefe, kräftige Aromen haben, die reinschieben dürfen. Doch ja, das mag ich einfach. Da denke ich gerade zum Beispiel an den Jura Seven Wood. Schöner Whisky eigentlich. Ja? Also richtig schöne, viele Komponenten hatte gehabt. Ich finde das toll, wenn ein Whisky wirklich versucht, die Natur aufzusaugen und zu sagen, hier, das, was ein Fass drin war, das möchte ich gerne zeigen und das möchte ich gerne drin haben. Die Tendenz, dass man Sherry raufsetzt, klar, ich will das nicht verurteilen, will nicht sagen, das ist blöd. Es ist bloß so, wenn ich dann zu viel, also nur Sherry haben wollte im Fass, also immer gleich, also Sherry, Sherry, Sherry. Sage ich ganz ehrlich, Leute, dann trinkt doch den Sherry so. Ja, das ist, es gibt ganz tollen Sherry. Ich habe ja auch mit Sherry mal ein bisschen gekauft, ein richtig schöner, für 20 Euro mal so eine Flasche Sherry. Super, ja, also richtig lecker. Den kann man auch zu Mix verwenden, ja. Dann nimmt man sich einen Whisky und schüttet ein bisschen von dem rein. Wunderbar. Gerade Whiskys, die vielleicht nicht gerade so super sind, ja, denen ein bisschen Tiefgang fehlen, wo man sagt, ah, zwar ganz nett, aber eigentlich, ja, ja.
Bisschen von dem Sherry rein, bisschen von Madeira rein oder sonst irgend so ein Kram. Schon ist es ein toller Whisky. Ja. So, jetzt habe ich ein bisschen abgeschweift, aber das gehört auch zu meinen Videos auch immer dazu, dass ich so ein bisschen Quintessenz, noch ein bisschen Unterhaltung bringe, weil ich auch meine eigenen Gedanken einfach mal loswerden möchte. Ja, ansonsten würde ich nur noch sagen, ich würde gerne mal von euch wissen, wie findet ihr denn den Balvini 12 Jahre? In den Kommentaren einfach reinschreiben, gut, schlecht, ja, blöd, super genial. Einfach eure Meinung einfach reinsetzen. Das war's dann. Ansonsten sage ich nur noch, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ups, Entschuldigung, das war jetzt ein Schlag gegen das Mikrofon, dann tut doch einfach meinen Kanal abonnieren. Hier ist ein Link. Oder schaut meine anderen Videos an. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr auch zukünftig meine anderen Videos hin und wieder mal anschaut, falls ihr meinen Kanal nicht abonniert habt. Ansonsten viel Spaß bei weiteren Videos anschauen. Bis dann. Tschüss.